In der Welt der Pokémon gibt es Rettungsteams. Hinter jedem großen Abenteuer, das in dieser Welt stattfindet, steht ein Retterteam. So werden viele von ihnen bekannt und berühmt, so wie das Ion-Pokémon-Team Lati oder insbesondere das weltberühmte Team Runde Ecken. Doch in dieser Geschichte geht es um ein kleines Retterteam. Es hatte nur etwa ein Jahr Bestand, bis zu einem Ereignis, das alles veränderte. Dieses Team war nie sonderlich bekannt und hatte nie viele Missionen. Doch es gibt eine Handvoll Pokémon, die dieses Team wohl nie vergessen werden. Ein kleines Dorf. Und die Geschichte von diesem Dorf wird euch nun eines der beiden ehemaligen Mitglieder des Retterteams erzählen. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Spezialepisode Retterteam Feuerblüten. Akt 1. Ein besonderer Auftrag. Dieses Abenteuer begann vor etwa einem Monat. Ich und mein bester Freund Floink waren bereits auf dem Rückweg von einer unserer Missionen, die wir über den Tag abgeschlossen hatten. Wir nahmen uns immer den ganzen Tag Zeit für die Aufgaben, sodass wir vorsichtig vorgehen und Fehler vermeiden konnten. Deswegen war es meist bereits später Abend oder gar Nacht, bis wir wieder nach Hause kamen. Wir waren keinesfalls ein bekanntes Retterteam, eher gesagt im Gegenteil. Wir waren keine Profis, wir hatten lediglich den Silberrang und versuchten uns gar nicht erst an schwierigen Missionen, vor allem nicht an schwierigeren als denen der Klasse B. Unser Ziel war es anfangs, so gut zu werden wie das Team Runde Ecken, von dem immer erzählt wurde. Dieses Ziel gaben wir jedoch relativ früh auf. Vor allem, als tatsächlich nach der Rettung der Zeit ein ehemaliges Mitglied von Team Runde Ecken nach Silberdorf zog und unser Freund wurde. Wir wollten einfach versuchen, dass er sich nicht an das erinnern musste, was er damals durchgemacht hatte. Immer sobald er den Namen Schatzstadt oder gar Günther hörte, wurde er traurig und es war für den Rest des Tages schwer, mit ihm zu reden. Zudem hatten wir selber bereits bemerkt, wir waren nicht gut genug, um in solche Höhlen zu schießen. Trotzdem war unser Retterteam immer ein tolles Hobby. Wir halfen vielen verschiedenen Pokémon und jedes Mal, wenn ich merkte, wie dankbar sie waren, wusste ich, dass es unsere Anstrengung wert war und wir das Richtige taten. Doch an diesem Abend war etwas anders. Vor unseren Häusern wartete ein kleines Pokémon. Es war ein Hornliu. Es blickte verzweifelt auf meine verschlossene Haustür und murmelte etwas. Es klang dabei sehr traurig. Entschuldigung? Warum stehst du hier vor meiner Haustür herum? Es erschrak zunächst, als es unsere Anwesenheit bemerkte. Doch er fing sich relativ schnell wieder. Seid ihr Team Feuerblüten? Ja, das sind wir. Hast du etwa nach uns gesucht? Dieses Pokémon begann seine Lage zu erklären. Ja, ich wurde geschickt, um ein Retterteam zu finden. Aber alle hochrangigen Retterteams haben abgelehnt. Sie sagten, die ganze Situation sei viel zu unrealistisch und selbst wenn es so wäre, wäre es kein Grund, deswegen ein starkes Retterteam anzuheuern. Komm erst mal ein bisschen runter. Kannst du uns bitte erklären, worum genau es in dieser Situation geht? Es geht um ein Dorf. Ich wohne in einem kleinen Dorf im Erukra-Wald. Dort leben nur Käfer-Pokémon und wir bekommen auch sehr selten Besuch von außerhalb. Jetzt ist neulich aber ein seltsames Pokémon zu uns gekommen. Wir hatten uns zunächst sehr darüber gefreut, dass sich jemand in unser kleines Dorf verirrt hat, bis er uns auf einmal wie aus dem Nichts ein Ultimatum gestellt hat. Er sagt, wir sollen unser Dorf innerhalb der nächsten 72 Stunden räumen und nie wieder zurückkehren. Wir wissen nicht genau, weshalb. Soweit ich es verstanden habe, plant er eine Art Ritual, für das er eine Energie braucht, die es in unserem Dorf gibt. Wir haben inzwischen noch 36 Stunden übrig. Und wir können es nicht selber mit ihm aufnehmen. Wir sind nur ein paar kleine Insekten und dieses Wesen ist... Ich weiß es nicht. Als ich dann einen Vulpix hier im Ort gefragt habe, ob er noch irgendein Retterteam in der Umgebung kennt, hat er mir gleich euch vorgeschlagen. Wer dieses Vulpix war, war für uns keine Frage. Okay, soweit habe ich das verstanden. Aber wie können die anderen Retterteams sowas nicht ernst nehmen? Sie glauben mir einfach nicht. Ich bin schließlich nur ein Kind und ihnen nach lasse ich meiner Fantasie nur etwas viel Freiraum. Dann ist die Sache geklärt. Zeig uns den Weg zu deinem Dorf. Seine Augen begannen zu leuchten.
Ihr glaubt mir? Wirklich? Natürlich glauben wir dir. Wir werden versuchen, dieses Pokémon aus eurem Dorf zu verscheuchen. Also, wo genau liegt der Iruka-Wald? Er versprach uns, uns dorthin zu führen. Und so machten wir uns zu unserem größten Auftrag in unserer Karriere als Retterteam auf. Es ging nicht nur um ein Pokémon, sondern um ein ganzes Dorf. Wir beeilten uns, das Dorf so schnell wie möglich zu erreichen. Der Weg dauerte zu Fuß etwa 5 Stunden. Und wir benötigten die Zeit, da schließlich nicht mehr viel von ihr übrig blieb. Wir durchquerten einige Gebiete, die ich nie zuvor gesehen hatte, wie einen namenlosen Wald oder das berühmte Schatzstadt. Als wir im Dorf ankamen, wurden wir bereits von einer kleinen Gruppe Pokémon, großteils bestehend aus Pokémon der Evolutionsreihen von Hornliu und Raupia, erwartet. Sie schienen sich sehr über unser Erscheinen zu freuen, und ich konnte fühlen, wie dankbar sie bereits waren, bevor wir überhaupt angefangen hatten, etwas zu machen. Nach kurzer Zeit wurden wir in ein winziges Haus gebeten, in dem uns der Dorfälteste, ein Safcon, empfing. Ich möchte mich im Namen des gesamten Dorfes für eure Mithilfe bedanken. Dies hier ist unser bescheidenes Gemeindehaus. Ohne zu gemein klingen zu wollen, das Wort bescheiden war an dieser Stelle eine pure Untertreibung. Bevor wir zum Wesentlichen kommen, werdet ihr so nett, euch mir vorzustellen? Mein Name ist Floink und das ist mein Freund Bilasam. Wir bilden zu zweit das Retterteam Feuerblüten. Feuerblüten? So. Dieser Name sagt mir nix, aber das muss ja nix bedeuten. Ich bin mir sicher, ihr werdet euer Bestes geben. Dieses Pokémon, das uns bedroht, ist mächtiger als alles, von dem ich bisher gehört habe. Und ich habe immerhin auch schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel inzwischen. Was genau wisst ihr über dieses Pokémon? Jede Information kann uns helfen. Puh, da fragt ihr mich ja was. Wir wissen beinahe gar nichts. Vom Aussehen her würde ich denken, es ist ein Unlicht-Pokémon. Es wirkt wie ein Schatten und ist sehr schnell. Ich würde schätzen, es ist etwa 1,5 Meter groß. Es führt eindeutig nichts Gutes im Schilde. Das ist alles, was ich euch sagen kann. Ich hoffe, es hilft euch. Natürlich hilft es uns. Jede Information ist gut. Noch eine letzte Frage. Gibt es eine Möglichkeit für uns, die nächtliche zu verbringen, bis dieses Pokémon auftaucht? Unsere Reise nach Hause dauert zu Fuß etwa 6 Stunden und das wäre deutlich zu lange, um vor dem Kampf nochmal heimzukehren. Aber natürlich, ihr könnt ins Medbus-Gasthaus unterkommen, dort haben sie noch 3 Zimmer frei. Nur 3 Zimmer? Ich dachte, hier wären wenig Besuch im Dorf. Unser Gasthaus hat nur 3 Zimmer. Als wir unser Zimmer im Gasthaus bezogen hatten, planten wir den folgenden Tag. Ein voller Tag blieb uns. Dann müssten wir bereit sein, das Pokémon zu bekämpfen. Während unserer Planung war ich die ganze Zeit mit meinen Gedanken nicht wirklich bei der Sache. Was hast du denn, Bisasam? Du bist ja gar nicht bei der Sache. Was ist denn los? Stimmt leider. Ich muss nur die ganze Zeit an die Beschreibung von diesem Pokémon denken. Einerseits bin ich mir sicher, von so einem Pokémon noch nie auch nur gehört zu haben. Andererseits hab ich das Gefühl, es zu kennen. Und zwar nicht im Guten. Ob du es glaubst oder nicht, aber mir geht es genauso. Ich mache mir nur nicht so viele Sorgen darüber. Überleg doch mal. Wenn wir ein Pokémon mit so viel dunkler Kraft kennen würden, würden wir es ja nicht einfach vergessen, oder? Er hatte recht, das war mir klar. Doch trotzdem hatte ich ein komisches Gefühl. Aber ich schaffte es, mich etwas mehr zu konzentrieren. Unser Plan stand sehr schnell fest und war dementsprechend simpel. Nur war die Frage, ob das Vorgehen klappen würde. Wir beide waren zwar ein Retterteam, doch wir hatten noch nie Ganovenjagd ausgeübt. Wir wollten nie schlechten Pokémon schaden. Wir wollten denen helfen, die Hilfe brauchen. Doch deswegen hatte ich nie wirklich Übung in Kämpfen bekommen. Ich konnte 2 oder 3 ordentliche Attacken, was für die Gegner, die wir in den B-Rang-Dungeons antrafen, auch reichte. Doch mit welchen Taktiken und wie man gegen wirklich starke Feinde kämpft, hatte mir nie jemand beigebracht. Floink wusste jedoch, wie man kämpfte, deswegen bestand der Plan schlicht aus Training. Ich musste es an einem einzigen Tag schaffen, den Kampf zu perfektionieren. Und genau das war das Problem an so unserem Plan. Akt 2: Die Vorbereitung auf den Kampf.
Ich konnte in der Nacht schlecht einschlafen, deshalb ging ich auf den kleinen Dorfplatz, auf dem wir schon empfangen worden waren, und sah mir den Vollmond an. Der Mond heute Nacht ist toll, nicht wahr? Ich erschreckte mich, als mir auffiel, dass Floink neben mir saß. So etwas tat er früher öfter. Ich weiß nicht genau, wie er es macht. Er ist einfach da, wenn ich es nicht erwarte. Mann, Floink, erschreck mich doch nicht so. Was machst du denn hier? Tut mir leid, die Macht der Gewohnheit. Ich habe gehört, wie du das Gasthaus verlassen hast. Bei den alten Dienern kann man das auch schwer überhören. Was treibt dich denn so spät in der Nacht hier raus? Ich kann nicht schlafen. Warum denn nicht? Naja, wir sollen in weniger als 30 Stunden gegen ein Pokémon kämpfen, das anscheinend in seiner Freizeit gerne dunkle Riten ausführt. Er ist ja anscheinend sehr mächtig, ansonsten hätten hier nicht so viele Angst vor ihm. Wir sind immerhin auch nur ein Silberrang-Team und ich glaube, mich an ein Pokémon erinnert zu haben, das auf die Beschreibung des Dorfältesten perfekt passt, was kein gutes Zeichen wäre. Wirklich? Was ist das denn für ein Pokémon und woher erinnerst du dich daran? Weißt du noch, Floink, unser erster Tag als Retterteam? Wir haben uns bei den Jobs umgeguckt und einer der Jobs der Ganovenjagd ist mir ins Auge gefallen. Er war sehr besonders markiert. Der Job hatte einen höheren Rang als den S-Rang. Soweit ich weiß, hatte er einen Rang von 3 Sternen, wenn nicht 4. Das ist die Art Auftrag, die selbst Teamrunde Ecken vor eine Herausforderung stellen würde. Bei dem Auftrag hing ein Bild dabei. Das Pokémon darauf war etwa 1,5 Meter groß und sah aus wie ein Schatten. Der Name dieses Wesens lautet Darkrai. Von diesem Pokémon habe ich noch nie gehört. Bist du dir überhaupt sicher, dass es sich um dieses Pokémon handeln wird? Naja, laut dem Job wurde Darkrai gesucht, da er an verschiedenen Stellen des Landes dabei gesichtet wurde, wie er versuchte, irgendwelche dunklen Riten zu vollziehen. Ja, das hört sich tatsächlich ziemlich nach unserem Feind an. Dann wird das Ganze wohl ziemlich spannend. Wie ziemlich spannend? Machst du dir gar keine Sorgen? So ein Gegner kann uns vermutlich innerhalb von Sekunden in Stücke reißen, wenn wir uns mit ihm anlegen. Und Gnade wird dir so jemand sowieso nicht gewähren, das kannst du mir glauben. Hätte Lord Ecke uns doch bloß nicht für diesen Job vorgeschlagen. Wie sollen wir aus dieser Situation nur wieder lebend herauskommen? Wenn wir kämpfen, werden wir ausgelöscht. Wenn wir fliehen, verlieren wir unseren gesamten Ruf und unsere Ehre als Retterteam und niemand wird mehr etwas mit uns zu tun haben wollen. Ich kam mit der Anspannung nicht mehr zurecht. Ich sah auf den Boden hinab. Ich wünschte, wir hätten uns hier nie drauf eingelassen. Floink legte mir eine Pfote auf die Schulter. Es wird schon alles gut, Bisasam. Wir werden das schaffen, egal wie. Lord Eck hat uns für diesen Auftrag vorgeschlagen, weil er an uns glaubt. Und wenn jemand auf diesem Gebiet dann Erfahrung hat, dann ja wohl er. Dieses Pokémon, Darkrai, mag stark sein, aber wir können zusammen alles hinkriegen. Wir sollten jetzt schlafen gehen, damit wir morgen ausgeschlafen sind. Sobald wir morgen Abend schlafen gehen, wirst du so gut kämpfen können, dass du den Kampf auch alleine gewinnen könntest, wenn es nötig wäre. Es machte mir Mut, Floink so optimistisch zu hören. Eigentlich war er immer der Skeptischere in Team Feuerblüten, doch dieses Mal schien es andersherum zu sein. Wir begaben uns wieder in das Gasthaus, doch bevor wir es betraten, hatte ich ein seltsames Gefühl. Ich drehte mich um und sah gerade noch ein hellblau glühendes Augenpaar im Gebüsch verschwinden. Wir begannen den nächsten Tag schon früh am Morgen. Wir brauchten einerseits so viel Zeit, wie wir bekommen konnten. Andererseits wollten wir den Tag ebenso früh beenden wie beginnen, da dieser Darkrai bereits um 6 Uhr morgens hier auftauchen wollte. Nach einem kurzen Frühstück, das der Wirt Smetbo uns zubereitete, verließen wir das Dorf, um nach einer Lichtung in der Nähe zu suchen. Der Dorfplatz war deutlich zu klein, um Kämpfen zu üben, so wie eigentlich alles in diesem Dorf zu klein war. Es dauerte zum Glück nicht lang, bis wir etwa 10 Minuten vom Dorf entfernt den Waldrand fanden. Von ihm aus erstreckte sich eine weite Wiese ohne Hindernisse. Wir blieben dort und trainierten bis in den Sonnenuntergang ohne Pause. Floink hatte mir nicht zu viel versprochen. Dafür, dass er laut seinen eigenen Angaben noch nie wirklich gekämpft hatte, konnte er mir erstaunlich viel beibringen. Während ich innerhalb einer Woche an Rettungsmissionen nur manchmal einen Level aufstieg, gewann ich allein an diesem Tag 12. Wenn ich es gewollt hätte, hätte es sogar gereicht, um mich zu entwickeln.
Doch ich hatte mir selber schon seit langem geschworen, was auch immer ich eines Tages für ein Level erreichen würde. Ich wollte mich nicht entwickeln. Ich wollte einfach bleiben, wie ich war. Florian handhabte es genauso. Trotz, dass er so stark war, war ich am Ende des Tages jedoch verblüfft, dass er selber nur ein einziges Level aufgestiegen war. Als ich ihn danach fragte, erklärte er mir warum. Ich habe inzwischen einfach ein relativ hohes Level erreicht. Es ist kaum zu glauben, wie viel man noch für ein einziges Level trainieren muss. Da ich ihn noch nie gefragt hatte, erkundigte ich mich danach, was für ein Level denn er erreicht hatte. Das heute war Nummer 73. Wenn ich mich weiter anstrenge, schaffe ich es irgendwann in vielen Jahren vielleicht 100 zu erreichen. Welches Level bist du denn inzwischen? Nachdem ich von Floinks derartigen Level erfuhr, war es mir schon etwas peinlich. Ich hab's heute bis Level 42 geschafft. Floink wirkte sehr überrascht. Wirklich? So wie du gekämpft hast, hätte ich auf 80 getippt. Da muss ich ja beinahe hoffen, dass du nie Level 100 erreichst. Ansonsten diene ich diesem Team ja nur noch als Deko. Mit diesem Spruch brachte er mich zum Lachen und gab mir ein gutes Gefühl. Als wir wieder zurück im Dorf in unserem Zimmer im Wirtshaus waren, schien bereits der Mond am Himmel. Wir hatten uns bereits schlafen gelegt, aber ich ging im Kopf noch einmal alle Tricks, die Floink mir gezeigt hatte, durch. Am wichtigsten würde es werden, den Überraschungsmoment zu nutzen. Floink hatte es geschafft, mir einen Angriff beizubringen, den normalerweise weder er noch ich lernen können. Eine Attacke, die uns gegen ein Unlicht-Pokémon einen riesigen Vorteil geben würde. Mondgewalt. Ich weiß nicht, woher Floink das Wissen für die wohl mächtigste Feenattacke her hatte, doch ich wusste, in unserem Kampf würde sie uns von großem Nutzen sein. Was mich auch noch beschäftigte, war das hellblaue Augenpaar, das uns letzte Nacht beobachtet hatte. Der letzte Akt. Darkreis Schlacht. Der nächste Morgen kam schneller, als ich es gehofft hatte. Wir waren bereits fertig mit allem, als es gerade einmal 5.30 Uhr war. Wir warteten auf dem Stadtplatz auf das Erscheinen unseres Feindes und mit der Zeit immer mehr der Käfer mit uns. Schließlich, um Punkt 6, erschien ein mächtiger Schatten aus dem Boden. Ein Pokémon erhob sich aus ihm heraus. Das Pokémon war selber ebenfalls ein Schatten, etwa 1,5 Meter groß und mit hellblau glühenden Augen. So ist das also. Wie ich sehe, habt ihr dieses Dorf noch nicht verlassen, ihr Ungeziefer. Und warum seid ihr beide hier? Er sah zu uns. Floink, der nichts von unserem Beobachter wusste, wollte gerade eine große Rede darüber halten, wer wir seien und dass wir für dieses Dorf kämpfen würden, als ich das Wort an mich riss. Machen wir uns nichts vor, Darkrai. Du weißt, wer wir sind und warum wir hier sind. Ich hab dich vorletzte Nacht bemerkt. Was? Du hast mich wirklich gesehen? Das ist ja fast peinlich. Aber andererseits erspart mir das einiges. Dann brauchen wir hier ja keine lange Vorstellungsrunde, bevor wir loslegen. Doch vorher eine Frage. Floink, glaubst du, du kannst deine Versprechen halten? Was ist das für eine sinnlose Frage? Ich verspreche nichts, wenn ich weiß, dass ich es nicht halten kann. Dann beweise es. Wie beweisen? Wie soll ich dir das denn jetzt hier beweisen? Was ergibt das für einen Sinn? Wir testen hier jetzt live aus, ob du dein Versprechen von vorletzter Nacht gehalten hast oder ob du schlicht vorlaut warst. Du hast Bisasam versprochen, dass du ihn so stark machst, dass er mich alleine besiegen kann. Was? Nie im Leben. Wir sind ein Team. Ich lasse ihn doch nicht alleine gegen dich kämpfen. Ach, hast du etwa Angst, dass du den Mund zu voll genommen hast? Nein, ich weiß. Ich unterbrach ihren Streit. Ruhe! Beide! Sie verstummten augenblicklich. Darf ich hier vielleicht auch mal mitreden? Es geht hier schließlich um mich. Floink schien sehr froh zu sein. Ja eben, erklär ihm, dass wir den Kampf zusammen angehen werden. Ich sah Floink an. Nein. Wie nein? Bist du verrückt? Hast du völlig den Verstand verloren? Nein, ich kämpfe alleine, weil Darkrai recht hat. Du hast mir versprochen, dass ich es schaffen kann. Und ich kämpfe alleine, weil ich in dich vertraue. Und in mich. Ich hatte den besten Trainer, den ich finden kann und du hast doch gestern selber gesagt, ich habe großes Potenzial. Und jetzt möchte ich es zeigen. Ich verstehe deine Intention, aber es ist viel zu riskant. Du hast doch selber gesagt, tut mir leid, Floink, aber ich werde mich nicht überreden lassen.
Ich wandte mich an Darkrai. Also, was ist? Legen wir los. Wirklich, ich hätte selber nicht gedacht, dass du dich wirklich mit mir anlegst. Du hältst wohl sehr viel von dir für so ein kleines Pokémon. Ich halte vor allem viel von Floink. Er hat mich trainiert, also ist eine Niederlage undenkbar. Floink, sollte alles schief gehen, verlasse ich mich darauf, dass du dieses Dorf in unserem Namen verteidigst. Versprichst du mir das? Ich sah, dass er erst noch gegen meinen Kampf argumentieren wollte. Jedoch war ihm selber klar, es gab kein Zurück mehr. Ja, natürlich verspreche ich das. Aber ich werde nicht einmal die Gelegenheit bekommen, das Versprechen zu brechen. Du schaffst das. Und so begann er. Mein erster wahrer Kampf. Meine Schlacht gegen Darkrai. Zunächst untersuchte ich Darkrai auf seine Eigenschaften und erkannte einiges über ihn. Floink hatte mir eine Analyse beigebracht und hatte mir erklärt, dass ein Pokémon sich mit jedem Levelaufstieg leicht verändert, auch wenn es keine Entwicklung durchläuft. In meinem Fall zum Beispiel wird meine Haut noch dunkelgrüner und meine Knospe wird größer. Aufgrund von Darkrais Aussehen konnte ich mithilfe der Analyse einiges erschließen. Darkrai befindet sich auf Level. Kein Level. Darkrai hatte kein Level. Ist einzig und alleine vom Typen Unlicht. Hat eine sehr seltsame Aura. Eine Farbe, die man sonst nirgendwo findet. Auf die die Bezeichnung dunkel-schwarz perfekt passen würde. Wobei bereits schwarz für die pure Finsternis steht. Und arbeitet seiner Bezeichnung als Albtraum-Pokémon entsprechend gerne mit einschläfernden Techniken. Dieser Kampf hingegen würde alles andere als einschläfernd werden. Ich hatte mich im Voraus über alle möglichen Attacken schlau gemacht und konnte somit ein zu 90% korrektes Angriffsset für Darkrai zusammenstellen. Diese 90% traten auch ein, was mir den Kampf sehr erleichterte, da ich so wusste, was ich tun konnte. Das Wichtigste war es, nicht eingeschläfert zu werden, da Darkrai seine Kraft aus den Albträumen zieht, die er schlafenden Feinden auf den Hals hetzt. Meine erste Idee, ihn dauerhaft auszuweichen und ihn langsam zu bearbeiten, war leider nicht umsetzbar, da seine Initiative noch höher war, als ich vermutet hatte, und das trotz den wohl massenhaften Leveln, die uns trennten. Wenn es überhaupt Level waren, was mich immer noch verwirrte. Meine Geheimwaffe, die Mondgewalt, hob ich mir auf, bis mir der Moment geeignet schien. So merkwürdig ich es auch fand, wäre der Levelunterschied nicht gewesen, den es vermutlich gab. Ich rechnete Darkrai einfach auf Level 100, da es einfach am meisten Sinn ergeben würde. Wäre der Kampf ein leichtes gewesen, aber das war wohl allgemein Darkrais größter Vorteil. Wenn man bedenkt, dass selbst Günther, der ehemalige Anführer von Team Runde Ecken, und mein langzeitiges Idol gerade mal Level 71 erreicht hatte, erklärte sich auch sein Rang als 3-Sterne-Ganove. Was mich aber auch nochmal auf die Frage, was Floinks Level betraf, brachte. Ich hatte jedoch viel gelernt, so wusste ich, ihm seinen größten Vorteil zu nehmen. In unserer Welt ist es unmöglich, mehr als einen negativen Effekt auf einmal zu haben. Deswegen begann ich den Kampf mit einer sehr ungewöhnlichen Taktik, Giftpuder auf mich selber anzuwenden. Da ich selber ein Gift-Pokémon war, machte mir das Gift keinen Schaden, doch es deckte den einen möglichen negativen Effekt ab, was es Darkrai unmöglich machte, mich einzuschläfern. Da dieser Feind selber kein Narr war, bemerkte er dies auch und versuchte seine enorme Angriffskraft zu nutzen. Kombiniert mit seiner Agilität war seine Dunkelklaue eine enorm starke Waffe, die mir jedes Mal aufs Neue über die Hälfte meiner Lebenspunkte nahm. Da Darkrai nach der Dunkelklaue jedoch kurz langsamer wurde, nutzte ich die Zeit regelmäßig, um mich mit Gigasauger wieder auf ein Maximum zu heilen. Der Kampf schritt voran und ich merkte, dass Darkrais Lebenspunkte auf ein Viertel gesunken waren. Ich entschied mich, mein Spiel mit dem Feuer, oder wohl eher mit dem Schatten, zu beenden. Da ein einziger kritischer Treffer Darkrais mein Ende besiegeln würde
und wollte die Mondgewalt nutzen. Während ich die Mondenergie beschwor, schien Darkrai panisch zu werden. Er hatte offensichtlich nicht mit solch einer Attacke gerechnet. Wie denn auch? Doch ich wurde zu gierig, als ich mir noch mehr Zeit nahm, um die Attacke zu verstärken. In diesem Moment endete nämlich meine Vergiftung und Darkrai sah seine Chance. Ich schaffte es zwar, seinem Angriff größtenteils auszuweichen, aber dafür musste ich meinen Angriff stoppen. Zudem hatte er es geschafft, mich mit seinem Angriff zumindest zu streifen, was mir erstens die Hälfte meiner Lebenspunkte nahm und mich zweitens in einen sehr schläfrigen Zustand versetzte. Es war ein ähnliches Gefühl wie ein Betäubungspfeil abzubekommen. Man merkt, dass man schwächer wird, ohne etwas dagegen tun zu können. Ich sah die Gegend vor mir nur noch verschwommen. Ich sah, wie Darkrai auf mich zuschnellte. Und in dem Moment, in dem ihn etwas von der Seite angriff, schlief ich ein. Ich wachte nur wenige Momente später wieder auf. Floink war mir mit einer Maronbeere zur Hilfe gekommen, während Darkrai nur noch einen einzigen KP übrig hatte. Lord Ecke stand zwischen ihm und mir. Ist bei dir alles in Ordnung, Bisasam? Ich bin noch rechtzeitig gekommen, oder? Ja, gerade im letzten Moment. Danke, Lord Ecke. Darkrai schien erzürnt, als er seinen Namen hörte. Was? Lord Ecke? Du hast meine Pläne nun schon zweimal durchkreuzt. Er stand wieder auf. Diesen Kampf habe ich verloren. So viel kann ich mir selber eingestehen. Aber der Krieg hat noch nicht einmal begonnen. Ihr werdet es bereuen, mich zum Feind zu haben. Das Letzte, was er verbrüllte, bevor er verschwand, schrie er so laut, dass es das gesamte Dorf hörte. Vielleicht auch noch Schatzstadt. Die Finsternis wird euch alle holen. Hört ihr mich? Sie ist bereits unter euch schändlichen Pokémon, während ihr hier steht. Sie ist ein Teil von euch, Team Feuerblüten. Ob ihr es versteht oder nicht, sie wird alles verschlingen. Niemand wird sie stoppen können. Ihr alle seid Narren. Niemand wird die Finsternis stoppen können. Auch ihr seid dem Untergang geweiht, Lord Ecke und Team Feuerblüten. Ihr werdet noch darum betteln, nie geboren zu sein. Mit diesen Worten verschwand er endgültig. Ein Moment herrschte Stille im Dorf. Dann begannen sie alle zu jubeln. Es war geschafft. Ihr Dorf war fürs Erste in Sicherheit. Die Mission war abgeschlossen, auch wenn nicht wir es geschafft hatten. Es dauerte nicht lange, bis uns Safcon wieder in das Rathaus bat. Dieses Mal nicht nur uns, Team Feuerblüten, sondern auch Lord Ecke. Ich möchte mich im Namen aller Dorfbewohner bei euch bedanken. Ihr habt unser Dorf tatsächlich gerettet und das, obwohl die meisten von uns nur ein minimales Vertrauen entgegengebracht haben. Ihr seid wahrlich Helden. Es fühlte sich für mich falsch an, so gelobt zu werden. Wäre Lord Ecke nicht gewesen, wäre das Dorf vielleicht bereits unter Darkrais Kontrolle und ich wäre gar nicht mehr hier. Wir haben nichts getan. Lord Ecke hat Darkrai besiegt. Und nicht nur euch, sondern auch mich gerettet. Ihm gebührt der Dank. Das ist Schwachsinn, dieser Sam. Du hast Darkrai so gut wie all seine Lebenspunkte genommen. Hättest du das nicht gemacht, hätte ich keine Chance gehabt. Ich hätte es ohne Floinks Klasse-Training aber nie so weit geschafft. Quatsch, du hättest das Training gar nicht nötig gehabt. Du hast einfach von Grund auf fantastisch gekämpft. Und auf den Trick mit dem Gift wäre ich im Leben nie gekommen. Bevor diese Diskussion weiter ausufert, können wir festhalten, dass ihr alle drei einen fantastischen Job geleistet habt. Nun, was werdet ihr jetzt tun? Wir kehren zurück nach Silberdorf, um unserem Job weiterhin nachzugehen. Nun denn, dann ist es wohl an der Zeit, Abschied zu nehmen. Lasst euch gesagt sein, dass ihr in unserem kleinen Dorf immer willkommen sein werdet. Viel Glück noch für alles, was ihr weiterhin vorhabt. Somit war die Zeit für uns angebrochen. Wir waren nicht lange in dem kleinen Käferdorf gewesen, aber es hatte sich lange angefühlt. Wenn man sich an die Bescheidenheit gewöhnt hat, ist es ein wunderschöner Ort und allem voran ein sehr ruhiger Ort.
was man von einer Großstadt wie Silberdorf nun einmal nicht behaupten kann. Wir waren schon am Stadtrand angekommen. Realistisch gesagt, wir waren 5 Meter aus der Rathaustür getreten, als Hornliu noch auf uns zugerannt kam. Ich hab gehört, ihr verlasst uns schon. Ja, wir müssen zurück nach Silberdorf. Wir sind schließlich trotz allem nur ein normales Retterteam. Müsstet ihr jetzt nicht berühmt werden, jetzt wo ihr so einen berüchtigten Ganoven besiegt habt? Ja, schön wäre es schon, aber dafür hätten wir ihn einfangen müssen. Aber wir arbeiten sowieso nicht für den Ruhm, sondern dafür, anderen zu helfen. Seine Augen begannen wieder zu leuchten. Wow, wirklich? Ich dachte, solche Retterteams gäb's gar nicht wirklich. Meine Anerkennung habt ihr euch auf jeden Fall verdient. Sobald ich groß bin, werde ich genauso werden wie ihr. Es war witzig, wie euphorisch er nun war. Und irgendwie schmeichelte es mir auch. Genau dieser Moment ist jener, für den wir als Rettungsteam alles gaben. Der Moment der Dankbarkeit. Und kommt hin und wieder besuchen, ja? Das werden wir. An dieser Stelle war unser Abenteuer vorbei. Doch meine Erzählung ist es noch nicht. Denn es begann der mysteriöse Teil. Auf dem Rückweg nach Silberdorf klärten wir nämlich noch einige offene Fragen mit Lord Ecke. Und manches, was ich dabei erfahren habe oder nun vermute, jagt mir heute noch einen Schauer über den Rücken. Puh, das war's dann wohl. Lord Ecke, jetzt zu uns. Es gibt einiges, über das wir reden müssen. Klar, seid ihr sauer, weil ich euch diesen Job aufgehalst habe? Nein, darum geht's nicht. Im Gegenteil, danke, dass du uns die Chance gegeben hast. Es geht darum. Weshalb bist du gekommen? Ach, darum. Ich habe mir selber Vorwürfe gemacht, euch in so einen gefährlichen Kampf zu schicken. Ich wollte euch helfen und anscheinend hat ja noch alles geklappt. Okay, das hätten wir uns auch denken können. Was meinte Dakra eigentlich, als er sagte, du hättest seine Pläne bereits zum zweiten Mal durchkreuzt? Kanntest du dieses Pokémon schon? Ich bin ehrlich, ich wüsste selber gerne, was er damit meinte. Ich habe dieses Pokémon noch nie gesehen, aber es strahlt etwas aus. Wie? Du kennst ihn nicht? Mann, ich hatte gehofft, du könntest mir sein Level erklären. Hä, warum denn? Was ist denn mit Darkrai's Level falsch? Also, wie du es mir gezeigt hast, habe ich ihn erst einmal analysiert natürlich, um mir einen Vorteil zu verschaffen. Ich hatte einige wichtige Infos über ihn dadurch bekommen, aber sein Level war einfach nicht vorhanden. Er hat anscheinend kein Level. Das ist mehr als seltsam. Und du bist dir sicher, dass du die Analyse richtig ausgeführt hast? Ja, bin ich. Wir alle schwiegen. Und was hat er wohl mit der Finsternis gemeint? Sie kommt auf, dank Nick Crossma, das wissen wir. Aber was meint er mit, sie ist unter uns, ein Teil unseres Teams? Meint er irgendwie doch Nick Crossma? Ich hätte ihm gerne erklärt, wer der wahre Schuldige war. Mir war schon lange durch Nick Crossma klar, dass Latias hinter all dem steckte und nicht er. Aber ich durfte es nicht. Nick Crossma hatte es mir verboten. Außerdem stand neben uns Lord Ecke. Auch wenn ich bis vor kurzem nicht wusste, wieso gerade er Latias rechte Hand sein musste. Ich vertraute auch damals schon ihm. Ich hätte Darkrai gerne für einen Wahnsinnigen gehalten, der nur versuchte, uns mit der Finsternis einzuschüchtern. Doch heute wissen wir alle die Wahrheit. Als wir wieder in Silberdorf ankamen, verabredeten wir uns für den nächsten Tag, mittags mit Lord Ecke auf dem großen Hügel. Doch damals war uns noch nicht klar, dass dieser Tag unser Schicksal ändern würde. Wer hier noch zuhört, wird wissen, was damals geschehen ist. An dem Tag, an dem Günther im Silberdorf aufgetaucht ist. Lange hatte ich Darkrai vergessen. Doch der Grund, warum ich all dies nun aufschreibe, ist folgender. Derzeit bin ich mit Floink zusammen bei mir zu Hause. Wir beide warten, dass die Zeit endlich reif ist. Und wir beten. Während ich diese Worte schreibe, kämpfen Günther, Lord Ecke und Nick Crossma in Nick Crossmas Schloss. In der finalen Schlacht um das Schicksal unserer Welt. Diese Schlacht spielt sich in diesen Minuten ab. Die Schlacht gegen die dunkle Macht. Gegen die Finsternis. Die Finsternis, die bereits damals unter uns war. Die Finsternis, von deren Existenz niemand wusste. Außer Darkrai. Die Finsternis,
die ein Teil von Team Feuerblüten ist? Und was ist, wenn Darkrai gar nicht die dunkle Macht gemeint hatte, als er sagte, sie wäre ein Teil unseres Teams? Eines Tages will ich dieses Pokémon erneut treffen. Und ich will wissen, woher er Bescheid wusste. Ich muss aufhören. Ich habe ohnehin beinahe alles erzählt. Und gerade eben hat ein Lichtblitz Nikshos Mastbasis erhellt. Es muss etwas geschehen sein. Wir machen uns auf.